Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Die Tagesenergie von heute, vom 14. März 2021, hat mich dazu gebracht, über das Leben nachzudenken. Denn die Tagesenergie heute, die steht komplett unter der Liebe, unter der Herzensliebe und dem Zusammenleben, praktisch für das Leben. Und daraus, aus diesem Impuls, ist was ganz Wundervolles entstanden, denn wir werden nachher zusammen eine bewusstseinserweiternde Meditation machen, welche uns mit dem Leben und dem Universum intensiv verbinden wird. Und schön, dass du da bist. Es wird auch gleich losgehen. Die Schöpfung ist so etwas Großartiges, was wir eigentlich gar nicht mit unserem Verstand erfassen können. Und die Schöpfung ist das, was uns ins Leben erweckt hat und woraus alles entstanden ist, was wir kennen. Und dies allein ist ein Grund für mich, heute mal mit euch ganz tief in die Liebe und in die Dankbarkeit hineinzugehen. Denn allein aus der Liebe und aus der Dankbarkeit entsteht so viel Kraft, die uns dann wiederum unterstützt, unser Leben noch intensiver, noch schöner zu gestalten und zu leben. Auch wenn es manchmal im Leben schwer ist, ist es ja dann auch wieder schön. Das sind diese Wellen, ich habe es schon oft erzählt, diese Wellen, die tragen einen durch das Leben. Die Wellen der Liebe, gerade heute haben wir intensive Energie der Liebe, welche uns ganz tief im Herzen berührt, wenn wir unser Herz natürlich dafür öffnen und auch bereit sind, uns diesen wundervollen Geschenken der Schöpfung hinzugeben. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist auch ein Geschenk, auf der Erde zu sein, und es ist ein Geschenk, jeden Tag gesund aufzuwachen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, entsteht daraus eine ganz tiefe Liebe und eine ganz große Kraft. Und das möchte ich euch heute alles gerne geben. Ich möchte euch dazu bringen, euer Bewusstsein so zu entfalten, dass ihr die Liebe, die heute so sehr schwingt, die heute so extrem intensiv zu spüren ist, in euer Leben integriert und dadurch selbst die Liebe, die in euch ja schon ruht, die in jedem von uns ruht, einfach noch viel mehr verstärken könnt. Das Leben ist ein Geschenk Gottes, und jede neue Inkarnation, die wir erleben, ist auch wieder ein Geschenk. Meistens hetzen wir durch das Leben hindurch. Das heißt, ich muss noch schnell dies machen, ich soll noch schnell jenes machen, so. Allein das Wort muss ist schon so eine Sache, mich kratzt das gleich im Hals bei dem Gedanken. Also dieses Müssen sollten wir umwechseln in ein freudiges Tun, freudiges Machen der Dinge, die wir lieben. Dann wird alles einfacher, dann wird unser Leben sowas von schön. Das kann man sich gar nicht vorstellen, denn leider liegt ja der Fokus immer noch nicht so sehr auf der Schönheit und auf der Liebe,
draußen, sage ich jetzt mal, draußen im Kollektiv, da ist es einfach anders. Aber wenn wir jetzt beginnen, wir hier in der Smarana-Energie beginnen und dies auch tatsächlich so oft wie möglich praktizieren, in die Liebe zu gehen und diese Liebe zu nehmen und auszudehnen und auszusenden, dann kann sich etwas ändern. Und darum geht es mir. Denn der Grund der Schöpfung, das ist die Liebe. Und der Grund, warum du hier bist, das ist auch die Liebe. Und so, wenn wir das so sehen, bin ich überzeugt, dass sich das ganze Lebensgefühl ändern kann. Und ich weiß ganz genau, dass ihr das alle ganz gut versteht. Und deswegen kam auch heute früh dieser Gedanke. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe gestern Abend mich ins Bett gelegt und dann habe ich habe ja gewusst, ich wollte heute ein Video für euch machen und ich hatte überhaupt keine Idee, was ich euch schenken darf, was ich euch mitteilen darf. Und dann habe ich die Mentalfrequenzheilung gemacht. Das ist eine ganz besondere Methode. Und habe dann also manifestiert, dass ich, wenn ich dann aufwache heute früh, das Thema für euch weiß. Und plupp, schon ist es da. Also es ist echt ein Geschenk. Und so hat sich dieses Feld der Liebe jetzt für mich aufgetan und ich bin voll rein. Ich schwimme jetzt vollkommen in dieser Energie und ich freue mich, dass ich euch das auch überbringen darf, denn das wurde ja jetzt während der Nacht für mich vorbereitet, die ganzen Energien, so dass ich jetzt bereit bin, mit euch darüber zu sprechen und dass wir dadurch ja auch ja, in das höhere Bewusstsein einfach hineinkommen können ohne Hindernisse, weil uns ja die Liebe tragen wird. Es wird immer gesagt, die Liebe hat die größte Kraft. Aber dass es tatsächlich so ist, das ist etwas, was wir erfahren sollten. Oder dürfen vielmehr, was wir erfahren dürfen. Und dieses Erfahren bringt unser Bewusstsein dazu, uns auszudehnen und zu verstehen, zu fühlen, zu wissen. Und all dies ist von der Liebe getragen. Und das wird heute, weil ich ja mit euch jetzt die Tagesenergie nutze, und sobald diese Tagesenergie durch meinen Kanal durchfließt, also sie fließt ja jetzt auch schon, aber dann in der Meditation, im Channeling, werden diese Energien in diesem Video verankert und sind jederzeit abrufbereit oder abrufbar. Das bedeutet, dass die wundervolle, hochenergetische Bewusstseinsmeditation über das Leben, was wir gleich zusammen machen werden, immer ihre Kraft behält. Also es ist völlig egal, ob du jetzt heute gleich bei der Premiere oder der Live-Sendung dabei bist oder ob du erst später in einem Jahr oder in vielen Jahren oder eine Woche später dir das anhörst. Das spielt keine Rolle und ich sage das jetzt nur deswegen, weil ich so oft gefragt werde, ob das schlimm ist, wenn man jetzt nicht gleich am Anfang dabei ist. Also mach dir keine Sorgen, die Energien sind einfach immer da. Energien sind lebendig und sie vergehen nicht, also sie können auch nicht sterben. Sie sind immer da, die Energien. Und jetzt werden sie in diesem Video verankert. Und so werden wir mit der Kraft der größten Liebe unser Bewusstsein auf die Liebe voll konzentrieren. Und dadurch entsteht eine Öffnung
in unserem Geist. Eine Öffnung hin in die Achtsamkeit und in die vielen Dimensionen der Liebe, die ja alle für uns bereitstehen. Und eine Erfahrung für uns haben, eine Anleitung, Wissen für uns haben, Dinge für uns haben, die wir noch gar nicht mit dem Verstand überhaupt verstehen können und begreifen können. Aber je öfters wir in diese wundervollen Energien eintauchen, umso mehr dürfen wir davon bekommen. Umso mehr wird sich unser Bewusstsein einfach öffnen und erweitern. Und das ist genau das, was wir ja gerne möchten. Also ich möchte es gerne und ich denke mal, ihr auch. Und ich bin so froh über dieses Thema, dein Leben. Dein Leben, das ist nämlich so, wie du es dir selbst gestaltest, wie du es dir gewünscht hast, bewusst oder unbewusst, so ist dein Leben und du kannst es tatsächlich selbst ändern. Das ist so etwas, was für viele Menschen schwer ist. Aber wenn ich mein Leben so betrachte, was ich schon alles durchmachen musste, ich werde in anderen Videos auch noch mal ein bisschen über mich erzählen. Aber wenn ich jetzt so im Rückblick dahin schaue, durch was ich alles durchgehen musste, weil ich mir das ja so ausgesucht habe, dann sage ich, oh wow, oh wei, oh wow. Das ist schon extrem, was sich also manche Menschen aufbürden. Und das heißt ja auch, man bürdet sich nur das auf, was man auch tragen kann. So wird es jedenfalls gesagt. Aber, und das ist das Schöne, du kannst immer zu jeder Zeit dein Leben so verändern, wie du es möchtest. Du allein hast die Kraft und die Verantwortung, das zu tun, mit deinen Gedanken. Es reichen positive Gedanken. Und das ist ein Werkzeug, was jeder hat. Jeder hat Gedanken. Und so was ich die ganze Zeit übe, schon jahrelang übe, ist die Gedankenkontrolle, bevor die Gedanken entstehen. Das heißt also im Unterbewusstsein arbeiten gedanklich. Und wenn du dann spürst, dass vielleicht ein komischer Gedanke kommen kann, den kannst du ja vorher beeinflussen. Also das ist die hohe Lehre der Meister, die Gedanken im Unterbewusstsein schon, bevor sie entstehen, in positive zu formen. Und wenn dann mal einer durchrutscht, kann passieren, dann hast du den aber sofort am Schlawittchen, diesen Gedanken, und tust ihn sofort umpolieren, sofort umändern, dass er dann positiv wird und schickst das andere weg. Das ist schon, Arbeit wollte ich sagen, das bedarf einen wachsamen Geist. Und man kann sich, oder anders gesagt, wenn man sich einfach mal fallen lässt und das alles so laufen lässt, wie es läuft, dann gibt man ja sofort die Verantwortung ab. Und dann entstehen so komische Dinge im Leben. Das heißt also, ein wacher Geist, klare Gedanken, das ist das, was unser Leben bestimmen. Und zwar zum Positiven hin. Sobald man unklar ist, durcheinander ist, ist es schwierig, weil dann kommen auch alles so unklare und unschöne Dinge an und die braucht man ja nicht. Ich weiß noch genau, als ich begann, Kurse anzubieten und Webinare und Lehrgänge, das hat man gemerkt, hatte ich was angeboten. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was das war. Aber das ist unwichtig. Auf jeden Fall waren meine Gedanken dazu nicht klar.
Ich hatte keine klare Vorstellung. Ich hatte zwar das Thema, das willst du machen, aber es war noch nicht so richtig ausgereift. Es war nicht klar und dann hat sich auch niemand angemeldet. Einfach weil ich selber mit mir nicht klar war. Und das heißt, sobald du ganz klar in deinem Verstand bist, in deinen Zielen, was du möchtest und auch die unbewussten Dinge weggearbeitet hast, dass die nicht mehr so entstehen oder schon vorher immer wachsam bist, dann ziehst du mit einer Klarheit diese wundervollen Dinge an, die du gerne leben möchtest. Und dann wird dein Leben auch toll. Dann wird es so, wie du es tatsächlich haben möchtest. Und ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach einem schönen Leben in voller Gesundheit und Fülle mit lieben Menschen um sich herum. Ja, und das möchte ich jetzt alles mit euch in der folgenden Meditation machen. Ich möchte also mit euch eintauchen in die Klarheit, eintauchen in das höhere Bewusstsein und vor allen Dingen die Liebe anziehen, aufnehmen und ausdehnen. Ja, dann sprühe ich mich ein mit der Fülle und ich muss erstmal genießen, oh wundervoll, und mit Smarana. So. Und ich wünsche euch gleich ganz viel Freude. Macht's euch bequem, ihr seid ja zu Hause. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Und ich bitte um die hohen Energie der Liebe, um die göttlichen Energien der Kraft und der Achtsamkeit. Ich bitte darum, dass diese Botschaft alle Menschen erreicht und sich dadurch die Liebe auf der Erde ausbreitet. Und so bitte ich dich, geliebtes Menschenkind, dich, soweit es dir möglich ist, zu öffnen und von den wundervollen Energien tragen zu lassen. Es ist dein Leben, welches du hier in diesem Moment fühlst. Seit über 13 Millionen Jahren der Schöpfung fließt tiefe Liebe im Universum und auf der Erde und in dir. Das Erste, was im Universum entstand, war eine Kugel der Liebe. Und diese Kugel der Liebe hat sich so oft geteilt, bis du entstanden bist. Denn du bist ein Teil des Großen und Ganzen, ein Teil dieser Liebe. Erkenne diese Schönheit
der Liebe. Erkenne die Farben der Liebe, wie sie dich umhüllt und wie sie dir sagt: Du bist Liebe. Du bist perfekt. Du bist ein Teil der Schöpfung. Deine Heimat im Universum ist die Milchstraße. Diese Milchstraße ist die größte Schönheit, die man sich vorstellen kann. Und der blaue Planet, die blaue Perle, deine Erde, ist noch eine viel größere Schönheit. Es ist die Schönheit der Liebe. Und du hast dich entschlossen, auf der Erde zu leben und hast schon so oft hier inkarniert. Du hast deinen Auftrag angenommen, hier auf der Erde zu wirken. Hast du dir schon einmal überlegt, aus welchem Grunde du morgens aufstehst? Es ist deine göttliche Flamme, welche dich jeden Morgen aufwachen lässt, denn sie trägt die Liebe Gottes, die Liebe der Schöpfung und verbindet dich Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde mit Gottes Schöpferkraft, mit Gottes größter Liebe, die immer währt und dich durch dieses Leben führt. Und es ist die göttliche Flamme, mit welcher du dein Leben spürst, mit welcher du dein Leben lebst. Es ist die göttliche Flamme, welche dir das Leben einhaucht, welche dich durch das Leben führt, welche dich durch das Leben führt und jede Emotion spürst du durch deine göttliche Flamme. Und es liegt an dir, was du fühlst und wie du die Gefühle bewertest, ob du dich durch diese göttliche Flamme hinreißen lässt, dich ärgerst, wütend bist oder dich aufregst. Oder ob du
die Liebe fühlst. Die Liebe, die unendlich große Kraft der Freude. Dies ist immer deine Entscheidung. Aber wisse, dass du würdig bist, die göttliche Flamme zu tragen, dieses göttliche Licht in dir leuchten zu lassen. Und dass du perfekt bist. Dein Leben ist so, wie es ist. Deine Ahnen haben dein Leben beeinflusst. Sie gehören ebenfalls zur Schöpfung für dein Leben. Aber du bist derjenige, welcher diese göttliche Flamme anfeuert und leuchten lässt für die Liebe. Es ist immer eine Wahl, die du selbst bei jeder Entscheidung trägst. Und so dehne nun dein Bewusstsein aus, verbinde dich mit deiner göttlichen Flamme und spüre die Unendlichkeit der Liebe und der Schöpfung. Es ist dein Leben, welches du gerade lebst. Und es ist deine Entscheidung, wie du dein Leben lebst. Du allein trägst die große Kraft, alles so zu verändern, wie es sein soll für dich. Deine Hingabe, deine Kreativität, deine Liebe, all das wird von deiner göttlichen Flamme unterstützt. Und nun spüre hinein in deine göttliche Flamme. Und spüre die Verbindung zu deinem Schöpfer. Spüre dieses wundervolle goldene Band oder diesen goldenen Strahl der Liebe zwischen dir und deinem Schöpfer und spüre, dass die Liebe immer ist und dass du ein Teil der Liebe bist. Da ist doch mein Mikrofon, da kannst du doch dein Pfötchen nicht da dran machen, dann raschelt doch das. Ihr Allerliebsten, ich habe ja immer so ein Katzenbaby. Ja, ich hoffe, es war schön für euch und ihr habt diese große Weite gefühlt, diese unendliche Liebe und eure Stelle in dem Ganzen gefunden, euren Platz gefühlt. Die Liebe Gottes
unser Schöpferlicht. Alles hat sich intensiv miteinander verbunden. Und ich wünsche dir ein ganz wundervolles Leben. Gestalte es so, wie es für dich gut ist. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Sag du auch mal Tschüss. Sag auch mal Tschüss. Guckst immer mich an, ne? Da, guck da. Ui. Sag Winke, Winke. Bis dann, ihr Lieben.